Wir sind heute am 8. März auf die Straße gegangen, weil dieser Frauentag uns alle ganz persönlich anspricht. Wir sind in den Pflegeberufen sehr viele Frauen. Es kommen auch immer mehr Männer dazu, was super ist, aber überdurchschnitt viele Frauen arbeiten in Pflegeberufen. Und deshalb ist es für uns vom Walk of Care auch ein ganz wichtiger Tag, um zu zeigen, wir sind dabei. Wir setzen uns konstruktiv für eine Verbesserung der Gesundheitsberufe ein. Und deswegen sind wir heute hier. Mit der Initiative, dem Walk of Care und der Kampagne Gib uns 5, machen wir 5 konkrete Forderungen laut und gehen damit jeden Mittwoch gerade auf die Straße, um der Gesellschaft was in die Hand zu geben. Weil alle sagen immer, wir müssen die Situation der Pflegenden verbessern, aber so richtig wissen, was bedeutet das, das weiß eigentlich niemand. Das Problem ist auch, dass bei Pflege ist alles so unterschiedlich geregelt. Manches auf Landesebene, manches auf Bundesebene. Das heißt, es gibt nicht einen Jens Spahn, Gott, der kann unsere Situation verbessern. Das geht nicht und das wird auch nicht gehen. Und deswegen halte ich auch nichts persönlich davon, ihn jetzt anzuklagen. Das finde ich Energieverschwendung. Ich setze mich eher für mit den Leuten vom Walk of Care für eine konstruktive Veränderung von unten her ein. Das heißt, wir wollen erstmal die ganzen Pflegenden mit Selbstbewusstsein füttern und sagen, ey, seid stolz auf euren Beruf. Das, was ihr macht, ist verdammt wichtig und ihr könnt alle zu einer positiven Veränderung beitragen. Also es braucht super unterschiedliche Maßnahmen und wir brauchen den Zusammenschluss, wir brauchen eine Pflegekammer, die gibt es noch nicht einheitlich. Wir brauchen die Gewerkschaften und wir brauchen die Berufsverbände und wir brauchen natürlich die ganzen Pflegenden, die auch da eintreten und einfach politisch mitbestimmen. Wir brauchen einen Sitz im gemeinsamen Bundesausschuss. Da sind Pflegende und Therapeutinnen und Patientinnenvertreter noch gar nicht drin. Da sind bisher Ärzte, kassenärztliche Vereinigungen, Zahnärzte, aber Pflege, Patienten, Therapeutinnen gar nicht drin. Und das ist so ein bisschen problematisch. Und das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel politische Mitbestimmung. Und solche Tarifverträge sind super Schritte auf dem richtigen Weg. Aber nicht eine Sache wird unser Problem lösen. Nicht ein Tarifvertrag wird dazu führen, dass der Beruf so viel attraktiver wird, dass junge Menschen sich wirklich das als Option für ihr Leben vorstellen können. Und deswegen ist es ein Weg, also ein Schritt in die richtige Richtung und wir müssen aber noch ganz viele andere Schritte gehen. Ich glaube ganz fest an die Verantwortungshierarchien. Ich glaube, jeder in einem Team, ich spreche jetzt mal von einem Pflegeteam im Krankenhaus, in dem ich öfter arbeite, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die kann irgendwas gut. Und ich glaube, dass eben, wenn das in einer Verantwortungshierarchie organisiert wird, dann kann jeder das machen, worin er oder sie gut ist. Sprich, es gibt nicht mehr den Chef, die Chefin, sondern es wird aufgeteilt. Dann ist es im Interesse aller, dass es gut funktioniert. Wenn es Probleme gibt, muss man darüber sprechen. Eine Gespräch, so eine Fehlerkultur, die muss jetzt noch etabliert werden. Die gibt es noch nicht so wirklich. Supervision und Kommunikation, das löst bei Menschen immer aus, ja, kann ich doch, aber anscheinend ja nicht, sonst wird es ja keine Probleme geben. Und deswegen ist so meine Vorstellung, dass die Menschen viel mehr das Gefühl haben, sie können auch mitgestalten. Und das wird oft in so einem halb militärisch organisierten Krankenhauskomplex, findet es noch nicht so Raum. Und deswegen ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt, dass erstmal die Menschen sich überhaupt selbst wirksam machen oder sich so spüren, dass sie ein Teil davon sein können. Und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also ich persönlich glaube an so eine freie Gemeinnützigkeit, wo das Ziel ganz klar ist, nämlich das, was erwirtschaftet wird, bleibt im eigenen Haus, im eigenen Gesundheitssystem und wird einfach wieder reinvestiert und fließt nicht ab. Das ist natürlich die allerschlimmste Methode. So ist es die letzten 20, 30 Jahre gelaufen. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Pflegende entlassen wurden, die wir jetzt dringend bräuchten und noch viel mehr. Leider ist Gesundheit ein sehr profitables Geschäft geworden. Und da braucht es eine ganz, ganz klare politische Abgrenzung. Da muss die Politik sich für einsetzen und meiner Meinung nach eine freie Gemeinnützigkeit über alles drüberlegen. Gesundheit ist sehr viel, deshalb gehört auch der Kampf um den Paragraphen, der sich zum Thema Abtreibung mit dem Thema beschäftigt, mit Geburtshäusern, mit Hebammen, das gehört alles zusammen und es kombiniert sich alles, kommt irgendwie in Gesundheit, findet es einfach den gemeinsamen Nenner und deswegen brauchen wir uns gar nicht ganz speziell mit unseren Forderungen politisch auf alles zu fokussieren und sagen, wir wollen das und das und das. Wir haben unseren Fokus in der Pflege, weil wir das kennen, da kommen wir her, aber wir halten es für sehr unterstützenswert, andere Initiativen zu unterstützen, die auch für eine Selbstwirksamkeit und für eine Selbstbestimmung von allen Menschen letzten Endes sich stark machen, denn wir fordern im Grundherzen eine menschenwürdige Pflege und das bedeutet, dass ich dich menschenwürdig pflegen kann
und ich dabei aber auch menschenwürdig arbeiten/leben kann.